Liebe Studierende, herzlich willkommen zu unserem neuen Interviewformat auf einen Café mit dem ÖH-Vorsitzenden. Heute mit einem weiteren ÖH-Vorsitzenden hier, Dr. Matthias Strolz. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Als österreichischer Politiker, als Unternehmer und auch als Buchautor, aber vor allen Dingen als ehemaliger ÖH-Vorsitzender. Wir haben uns überlegt, als kalten Einstieg eine Frage. Und okay. Zwar, stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt im Sommersemester noch Student gewesen, noch ÖH-Vorsitzender gewesen. Mhm. Und plötzlich kommt die Meldung, Uni macht zu, Unigebäude sind zu, Prüfungen sind online bis zum Ende vom Semester. Sieht man vielleicht seine Unifreunde nicht mehr. Was macht der ÖH-Vorsitzende Matthias Strolz? Ja, das ist natürlich ein Jammer, ne? Der ÖH-Vorsitzende wird da mitleiden wahrscheinlich, oder? Weil es einfach unvorstellbar war. Eigentlich müsste es noch heimlich feiern, bevor die Kasernierung zuschlägt. Ne? Da tut es ihr mir leid, echt. Generation Kaserne, ne? Keine Mensafeste, keine. Das ist hart. Hoffen wir, dass es bald vorbei ist. Ja, hoffen wir es. Es ist jetzt eben im Herbst hybride Lehre, das heißt, hoffentlich sieht man wieder den einen oder anderen am Campus. Also das war sicher bis jetzt unsere große Challenge, da Studierende auf dem Laufenden zu halten, vielleicht ein bisschen was an Service zu bieten, was noch möglich war. Was waren denn Anfang der 90er, Mitte der 90er große Aufgaben? Was waren Ihre großen Projekte? Im letzten Interview mit der Unipress hat man fast vielleicht ein bisschen rausgehört, dass Sie mehr Kontakt mit der Kriminalpolizei als mit dem Rektor gehabt haben. Ja, schon. Was war damals so los? Naja, 96 waren Studentenunruhen. Ich weiß gar nicht warum, aber es wird schon Grund gehabt haben. Ich glaube, es ging um die Unzufriedenheit der Studierenden mit den Studienbedingungen etc. Also da waren recht heftige Proteste auf den Straßen. Unsere Themen waren stark auch die Frage der Studienbedingungen. Es war damals schon so ein bisschen es war zu spüren, werden Studiengebühren kommen oder nicht. Dagegen haben wir angekämpft. Das Studentinnen-Ticket war riesig, das haben wir durchgesetzt damals mit den Innsbrucker Verkehrsbetrieben, glaube ich, IVB. Gibt es die noch? Ja, sicher. Hassen die so? Ja, das IVB Racing Team. So okay, ich, ja. Racing Team. Ja, da haben wir gekämpft, das war groß, kann mich erinnern. Das Thema Wohnen war damals schon, ist ein Evergreen, befürchte ich. Innsbruck ist einfach sauteuer. Ja? Das ist schon eine Challenge für die Studierenden, finde ich. Ja. Ja, so die, wahrscheinlich gar nicht viel anders als heute, ne? Hätte ich gesagt. Ja, viele der Themen sind Evergreens. Leistbares Wohnen, günstige Öffis, Studienbedingungen natürlich. Aber Morddrohungen habe ich keine bekommen. Das war die Zeit damals. Das war heavy. Also es gab an Hitler seinem Geburtstag im April einen Brandanschlag. Und damals war ja die ganze Republik in Paranoia, weil dieser Fuchs noch nicht gefasst war. Der hat ja mehrere Briefbombenanschläge verübt. Dann gab es auch eine Rohrbombe in Burgenland, in Oberwart war das, glaube ich. Da gab es ja auch Tote, Roma, aus der Minderheit der Roma. Und das heißt, die ganze Republik war irgendwie in Paranoia, weil man nicht wusste, diese Einzeltäter-Tätergruppe. Wir hatten ein sogenanntes Ausländerreferat damals in den 90er Jahren. Gibt's noch? Zum Thema, heißt das so noch, Ausländerreferat? Ja. Echt, allerhand. Das ist ja fast schon politisch inkorrekt, ja, dieser Name. Wenn wir überdenken, ja. Also war man, ich finde, politisch inkorrekt zu sein, hat schon auch seine Berechtigung ein Stück weit. Ne? Es war mal im Zielfokus dieses Phantomtäters. Ja, und da gab es Brandanschläge, das ist ins Josef, also entlang des Lifts, Liftschacht hat sich der Brand ein bisschen aufgefressen fast. Zum Glück nicht. Ja, unten beim Josef Hirnheim, gibt es das noch? Die Josef Hirnstraße. Josef Hirnstraße, oben ist ein Studentenheim gewesen, oberhalb der ÖH. Das Glas vom Liftschacht ist schon gebarsten. Also wäre das aufgebrannt, wäre das natürlich verhängnisvoll gewesen, weil das so ein glimmender oder glämmernder, wie das heißt, Brand gewesen wäre. Ja, und es war halt irgendwie schräg. Dann haben wir sehr viel mit der Staatspolizei zu tun gehabt. Das ist das heutige BVT, also das Bundesamt für Verfassungsschutz, Terrorismusbekämpfung. Die waren dann häufig auf Besuch. Dann gab es noch eine Diebstahlserie mit einer
mit der Kriminalpolizei, die da war und Fallen aufgestellt hat. Und also wirklich. Dann ist noch gegen die Kommunisten ein Verfahren gelaufen, weil sie beschuldigt waren, die ÖH nächtlich verwüstet zu haben. Das hat mich sehr beschäftigt. Dann wurde noch irgendwie das Safe ausgeräumt, ja, von der ÖH, weil mit dem Problem, dass Geld drin war. Und ich war gerade frisch im Amt mit dem Problem, dass laut Gesetz wir kein Bargeld haben durften. Also warum hat die ÖH Bargeld? Dann waren wir unter Kuratel des Wissenschaftsministeriums, weil wir eigentlich faktisch bankrott waren. Wir hatten 1 Million negatives Eigenkapital Schilling, was ein Insolvenzgrund ist für Privatunternehmen, aber eine ÖH kann nicht insolvent gehen. Aber wir waren unter Kuratel des Wissenschaftsministeriums, die uns kontrolliert haben, das heißt, die waren massiven Sparkurs fahren müssen. Also ich war ziemlich bedient, das Ding irgendwie am Laufen zu halten, habe total viel gelernt, das war super spannend. Habe dann immer die Geheimpolizisten, die Staatspolizisten habe ich gekannt. Das war lustig, weil bei der Fronleichnamsprozession die Typen, die im Anzug mit Tennissocken nebenbei gegangen sind, war mir dann klar, das ist eine Spezi von der Staatspolizei. Das waren die einzigen zwei Sozis in ganz Tirol, glaube ich. Die haben beim Verhör, sie haben uns noch beim Brandanschlag am Sonntagnachmittag zum Verhör geholt. Und da sind die Weihnachtsgrüße des Bundeskanzlers da gehangen. Und so hast du halt ein bisschen plötzlich Orientierung gelernt, wie das alles zusammengehört. Ja. War super spannend. Ja. Und es hat sich dann beruhigt, zum Glück. Ja. Wir haben uns wirtschaftlich erholt, wir konnten uns auf die Sacharbeit fokussieren. Brandanschlag wurde nie aufgeklärt, Prozess gegen die Kommunisten wurde, glaube ich, niedergelegt irgendwann. Kriminalserie ist abgeebbt, wenige Wochen nach meinem Antritt. Die Täter wurden auch nie gefasst. Also kann man sagen, dass Sie das Boot ÖH in ruhige Gewässer geführt haben? Ja, das haben wir relativ zügig in ruhige Gewässer gebracht, weil der Zyklus geht ja immer nur 2 Jahre, das wird ja bei dir ähnlich sein. Mhm. So lange hast du keine Zeit. Und das ist uns überraschend schnell gelungen. Da habe ich auch viel mitgenommen an politischer Erfahrung, wie schnell du einen wirtschaftlichen Turnaround schaffen kannst, wenn du einen geordneten Sparkurs fährst, ohne dass jetzt die Kernleistungen beeinträchtigt waren. Weil du musst ja einen sauberen Rahmen schaffen, einen stabilen für die Fakultätsvertretungen, damit die auch liefern können, Skripten, Beratung, die Referate, ob das Sozialreferat ist oder... Gibt es ja viele Referate. Wie viele habt ihr aktuell? 18, 19. 18 Fachbereiche. Ne? Das sind die Fachministerien, wenn man so will. Die müssen alle... Die müssen liefern. Ja. Und die brauchen einen sauberen, verlässlichen Rahmen, sonst können sie nicht liefern. Brauchen Budgets. Ja. Gab es Zeiten oder gibt es Zeitpunkte, wo Sie Ihren Rückzug aus der Politik bereuen? Gerade jetzt Corona war vielleicht eine interessante Phase, wo Sie sich vielleicht gedacht haben, da und da, das hätte ich vielleicht anders gemacht, besser gemacht. Haben Sie Ihren Frieden gefunden damit? Ich habe einen großen Frieden damit, ja. Weil ich weiß, mein Platz ist verstärkt in diesen Jahren in der Familie. Das ist einfach nicht vereinbar mit einer Spitzenposition derzeit in der Politik. Nicht, weil es grundsätzlich nicht vereinbar wäre. War ja vereinbar, aber meine Frau hat stärker auch jetzt einen außerfamiliären Fokus. Und das ist hochlegitim, ne? Also, aber wenn dein Partner dich nicht voll abdeckt bei den Zeiten, wo du fehlst, dann kannst du es nicht machen. Also ich bin jetzt einmal verstärkt auch dran in der Familie. Das ist mir wichtig, damit in diesen Jahren keine rückkehrende Politik. Und Krisen hat es mir bei Ibiza. Da habe ich nicht gewusst, boah, was mache ich jetzt? Oder was heißt das fürs Land, für unsere Bewegung, für mich? 2 Wochen später war das in Frieden. Für mich heißt es nichts unmittelbar. Und bei Corona hat es mir auch gerissen einfach, weil ich so viele Dinge gesehen habe, also die halt nicht gut gelaufen sind. Ich habe irgendwie schon in den ersten Tagen dem Sebastian Kurz ge-SMS gesagt, wir brauchen Kurzarbeit und zwar für KMUs, kleine, mittlere Unternehmen, nicht für wie 2008 für Konzerne, für Industrieunternehmen. Da bin ich halt auch Unternehmer gewesen, 12 Jahre, mit vielen Mitarbeitern oder zahlreichen, wo dann halt auch diese Nächte, wo du vor dem Excel-Sheet sitzt und die doppelten Gehälter und Sozialversicherungsbeiträge nicht abbilden kannst, die vergisst du nie mehr in deinem Leben. Und ich habe gewusst, die hocken jetzt alle vor diesen Excel-Sheets,
zu Hunderttausenden und die haben gar keine andere Wahl, als zu sagen, entweder kündige ich sofort einen Teil meiner Belegschaft oder ich bin mit Sommer insolvent, bankrott. Deswegen war es so wichtig, diese Kurzarbeit in Stellung zu bringen. Die kam dann eh sehr rasch, vielleicht ein, zwei Tage zu spät. Wahrscheinlich hätten wir uns 50, 100.000 Arbeitslose erspart, weil einfach das nicht vorstellbar war, wie es weitergehen kann. Wir kannten dieses Instrument Kurzarbeit für Kleinmittelbetriebe bislang nicht. Und da hat natürlich vielen die Fantasie gefehlt, wie sie hier über die Runden kommen. Dann auch, wenn die Merkel herumläuft in der Anfangsphase, wir brauchen als Naturwissenschaftlerin, die hat ja eine große sachliche Leidenschaft, wir brauchen wahrscheinlich 60-70% Durchseuchung. Gleichzeitig hat Sebastian Kurz eine Politik der Null-Durchseuchung verfolgt. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich weiß, was jetzt da richtig ist. Ich habe nur das Gefühl gehabt, das ist strategischer Blindflug. Du kannst nicht Strategien ableiten von einem Nichtwissen. Also ich habe dann auch angeregt, wir brauchen sofort in jedem Bundesland ein Dorf, wo wir die Durchseuchungsrate messen. Das ist keine Raketenwissenschaft, die Tests werden wir auch noch auftreiben. Das ist auch gekommen, aber halt erst 8 Wochen nachher, wo wir dann gelernt haben, die Durchseuchung ist eigentlich extrem niedrig. Also vergiss die Durchseuchungsstrategie. Oder als dann irgendwo im April die Diskussion kam, die Schulen müssen zubleiben bis Sommer, da habe ich mir auch noch einmal eingekaut. Und ich habe gesagt, das gibt's nicht, das darf nicht sein. Das Lernen ist auch ein sozialer Akt, das kannst du nicht einfach zuschließen. Und es gibt nicht nur entweder oder, dazwischen gibt es alle Varianten. Und das kam ja dann auch eine differenzierte Variante, die besser war als geschlossen lassen. Aber grundsätzlich habe ich erkannt, nach 2-3 Wochen, ich sollte dann nicht Ersatzpolitiker spielen. Deswegen habe ich gesagt, du, irgendwie tut mir das nicht gut, da die Runde durch die Medien zu machen. Ich ziehe mich zurück, bin derzeit nicht Politiker, ich bin Autor, Publizist, ich schreibe ein Buch. Da kann ich mir sortieren, da kann ich meinen Beitrag leisten. Und dann kam eben mit Anfang Mai auch schon dieses kleine Buch Kraft und Inspiration für diese Zeit. Ganz die Goschen halten und mich abmelden kann ich nicht in diesen Zeiten. Also da habe ich das Gefühl, das wäre eine Unterlassungssünde. Also ich bin ein politischer Mensch. Ich muss eine Politiker jetzt spielen, wenn ich es nicht bin. Aber und manche haben auch dann gesagt, halt zahm, du hast deine Chance gehabt. Dann sage ich aber ganz klar, hey, ich bin immer noch in der Politik, aber halt in anderer Rolle. Ich bin Bürger, Bürgerin und das ist die wichtigste Rolle in der Demokratie. Die haben wir alle inne und die sollten wir auch wahrnehmen. Ja. Erinnert mich auch auf Ihre letzten Reden im Parlament, glaube ich, die haben Sie eh, glaube ich, nur auf den Sebastian bezogen. Sie haben gesagt, zitiert noch mal der, Sie sind nicht nur dafür verantwortlich, was Sie tun, sondern auch, was genau. Sie nicht tun, dass die Rolle von Bürger gerade in solchen Zeiten absolut sehr, sehr wichtig ist. Sie haben öfter gesagt, dass Sie ein HC-Versteher sind. Ja. Sie meinen zu verstehen, was ihn antreibt. Ja, ja. Einer von 3 oder 3,5, Stronach lassen wir mal als eigene Kategorie außen vor, aber es gab 3 Oppositionsführer damals, die Eva Glawischnik, den HC Strache, mich. Das verbindet, ne? Angenommen, deinen Job gibt es nur 3-mal in der Republik, dann hast du irgendwo ein unsichtbares Band zu den anderen. Das ist einfach so. Ja. Jetzt folgende Frage als HC-Versteher. Irgendwann hätte es HC Strache so wie Sie auch bei seinem Rücktritt belassen sollen? Oder verstehen Sie ihn jetzt noch? Verstehen Sie diesen Schritt? Ne, ich kann ihn nachvollziehen, was ihn treibt. Hätte ich einen Wunsch, als Staatsbürger hätte ich das Gefühl, ja, es wäre angemessener, jetzt nicht mehr in politische Spitzenfunktion zu streben. Ich finde, dass da zu viel passiert ist und dass er hier eine Abstinenz üben sollte. Also so schnell wieder zu kommen, da ist für mich die Schamgrenze unterschritten. Aber er ist ein freier Mann in einem freien Land, er kann das machen. Ich habe ihm menschlich immer alles Gute gewünscht. Ich finde, es gibt nicht sehr viele Argumente, glaubwürdig, um ihn zu wählen. Aber er kann es nicht lassen. Politik ist eine Droge und er ist abhängig. Punkt. Ja? Okay. So ist es. Herr Stolz, was hat Sie dazu bewegt, ein Musikvideo über das Klostertal zu machen?
Das ist eine Hommage an meine Heimat. Na, derzeit ist alles Heimat. Die Tomate ist regional und jede Hose, jedes T-Shirt, alles ist Heimat. Und dann haben wir gedacht, das mache ich auch einen Heimatbeitrag. Weil wir dürfen irgendwie den Heimatbegriff nicht irgendwie nur den Rechten lassen oder der Marketingindustrie. Das ist mein Beitrag zum Thema Heimat. Lässiger Beitrag. Das war lustig, weil ich hab natürlich da ab und zu kriege ich Instagram-Videos, wo Leute zu mein Klostertal abschicken, auch gerade aus Vorarlberg. Und das sind Leute, die ich größtenteils Zeit meines Lebens mit meinen politischen Konzepten nicht erreicht habe. Du kannst Bücher schreiben, Reden halten, alles für den Hugo. Aber dann einmal aus der Rolle fallen und tanzen, dann können sie anknüpfen. Und das war für mich sehr berührend zu sehen, weil natürlich mein Stab im Abgang gesagt hat, das darfst du nicht machen, das ist ja verrückt, das wirst du ja nie mehr was. Und tanzen geht schon gar nicht. Und ich habe gesagt, ich mache das jetzt. Und dann wollte man das verhindern, aber irgendwie haben sie gesagt, lass ihn machen, den Alten. Der ist eh bald weg. So, ändern können wir ihn nicht, lass ihn hupfen. Und ich weiß, dass ich da ganz viele junge Menschen erreicht habe, die ich sonst nie erreicht hätte. Und das freut mich im Nachgang, dass ich da auf meinen Bauch gehört habe. Im Kopf hätte mehr dagegen gesprochen als dafür. Hätte ja eine Stricherliste gemacht, hätte ich das Projekt absagen müssen. Ja, weil es irgendwie gefährlich ist für die Markenführung. Nicht? Meine Kinder würden sagen, Papa, das ist nicht gut für dein Image. Nicht? Die wachsen mit dem auf, nicht? Weil die jeden Tag mit dem Influencer-Gag beschüttet werden. Und das sind Kategorien, die da schon mit 10 im kleinen Finger haben. Ab und zu darfst du nicht viel scheißen. Ja. Sind Sie Influencer? Wahrscheinlich, aber nicht klassisch. Also meine Kinder sagen immer, Papa, du wächst nicht auf Instagram. Ja? Du musst besseren Content. Ich will nicht, ich habe immer so viel Content von Interviews, Begegnungen und so, aber ich will nicht bewusst Content machen für Facebook oder Instagram. Oder ich habe meinen Reach, ich bin ein Impact-Entrepreneur. Also eine eigene Tageszeitung machen zu können mit meinen Kanälen auf LinkedIn und Twitter und Instagram und Facebook und Xing, das halte ich für ein Geschenk an Möglichkeit, das nutze ich auch, wenn mir Dinge wichtig sind. Wenn ich sage, okay, jetzt geben wir einen Push, einen Shoutout für die Charity Heroes, weil ich sie bei 2 Minuten, 2 Mentoren, habe ich es ihnen versprochen auf Puls 4. Wenn sie rausgehen, dann schiebe ich sie wieder an. Oder wenn der Gregor Templin, so wie jetzt gerade bei uns bei Story One, sein Buch präsentiert, über seine unglaublich berührende Geschichte, wie er in der Matura-Reise ins Wasser hupft und im Rollstuhl landet und dann eigentlich nicht mehr leben will und dann aber wieder aufsteht. Und zwar immer wieder. Und zwar nicht aus dem Rollstuhl, sogar aus dem Rollstuhl mit seinem Exoskelett. Da kann ich meine Kanäle nutzen, da bin ich dann Influencer wahrscheinlich. Aber es ist auch viel Bullshit unterwegs, wobei ich das dann ab und zu bin, dann ein bisschen ein alter Mann, ne? Dass ich doch mich selber höre, durch den Haushalt zu schreiten und sage, wow, so viel Nonsens, die Welt steht nicht mehr lang. Ja? Ich befürchte, meine Eltern waren ähnlich. Ne? Also keine Ahnung, wenn wir von Nirvana geschwärmt haben, werden die auch gesagt, die Welt steht nicht mehr lang. Nicht? Und jetzt hast du halt, keine Ahnung, die Mädels müssen alle schön sein, haben teilweise mit 12 schon einen größeren Schminkkasten als die Mütter, die durchaus aussehensbewusst sind. Da denkt man, boah, ist das gut? Ist das nicht? Da haben wir irgendwo 60 Jahre Kampf der Frauen um Befreiung. Verschießen wir das gerade? Aber ich bin ja keine Frau, ich sollte mir nicht so viel Stimme anmaßen. Die Burschen kippen ins Gaming und in Pornos zu Millionen, befürchte ich. Auch schwierig. Ja, ist nicht einfach, jung zu sein. Aber dann zu sagen, bei uns war es irgendwie ohne Abrisskante, wir hatten noch ordentliche Vorbilder, die sich mit 25 im Drogenrausch aus dem Fenster gestürzt haben. Ne? Also ist auch nicht so. Aus Sicht unserer Eltern war das auch natürlich krank. Insofern ist es das Privileg der Jugendlichen,
neue Formen des Ausdrucks zu finden und auch zu prüfen, welche will ich selbst auch konsumieren und auch leben. Und das Privileg der Eltern ist es, nicht alles zu verstehen. Sich in Enthaltsamkeit, in der Beurteilung ein bisschen zu üben. Herr Stolz, welche Emotionen verbinden Sie mit der Unizeit in Innsbruck? Was sind so die ersten Emotionen, die ersten Wörter, die Ihnen in den Kopf schießen? Naja, das ist so unzählige. Also wenn ich in Innsbruck aussteige, da beim Bahnhof, dann setze ich den Fuß raus aus dem Haupteingang und dann hängt an jeder Ecke einfach eine Erinnerung. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel meine ersten Monate in Innsbruck, so vom Land kommend, aus einem durchaus behüteten Elternhaus, aber auch durchaus wilde Jugend, schon unterwegs gehabt. Ich bin immer zum Bahnhof gefahren oder öfter und habe mit den Obdachlosen, mit den Sandlern geredet, weil ich das so nicht gepackt habe, dass die da... ich wollte das Leben von denen verstehen. Denke, aha, so war ich damals. Wird mir halt nicht mehr einfallen, ne? Dass ich das... da hinten habe ich gewohnt, da hinten habe ich gewohnt, da hinten habe ich gewohnt, da oben haben wir gefeiert. Es ist schön. Die Berge habe ich auch für keine Berge gehalten. Ja, mit meiner alpinen Arroganz haben wir gedacht, das sind ja Hügel, weil im Klostertal, wobei die Berge nicht höher sind, nur sie sind näher da, damit schauen sie größer aus. Ne? Da bin ich im letzten Jahr, erst so nach 7, 8 Jahren, bin ich draufgekommen, Halleluja, jetzt gehen wir rauf. Ich war nie Skifahren während des ganzen Studiums in Innsbruck, aber ich habe dann Bergtouren gemacht. Also war oben Nordkette, war da oben und habe gemerkt, ui, hochalpin, schon. War vermessen. Ja. Schön, die Klamm hinten, Krane bieten eine. Dann war ich ja auch beim Militär da irgendwie. Das war auch eine wilde Zeit, die war sehr abgefahren. Das war nach dem Studium. Also nach, okay. Beziehung aus, Studium aus, ÖH aus. Ich war sowas von schwerelos und sinnlos. Dass es und wir waren 3 so Jungakademiker und wir waren... Es war schräg, sehr schräg. Sehr schön. Wir waren dann gemeinsam im Krankenrevier. Ein echter Ausbruch an spätpubertärem Exzess. Ja. Aber hat es auch gebraucht. Ja. Ist okay. Ja. Ja, das sind die Erinnerungen. Noch viele andere. Aber erinnert man sich ganz okay. Ja. Tolle Zeit, oder? Ist ja. Das Studium habe ich geliebt. Schon schön, ja. Also da muss ich dann mich fast zusammenreißen, dass ich ein bisschen Wehmut kriege. Aber es überwiegt die Freude und die Dankbarkeit, hier schöne Jahre gehabt zu haben. Und dann habe ich mir aber irgendwie, ich habe mir auch noch 20 Jahre länger irgendwie als Student gefühlt. Ne? Das ist ein Lebensgefühl, wo ich dann gemerkt habe, das stimmt natürlich alles nicht. Ne? Wenn ich dann mit Studentinnen zusammengekommen bin, habe ich gemerkt, das geht sich nicht mehr aus. Ne? Das ist eine andere Generation. Und wenn die quasi das Du nicht halten, sondern immer sie zu mir sagen, ne, dann merke ich, alter Mann. Ne. Und so marschiert halt die Zeit. Und jetzt haben wir Mädels, die pubertieren. Ne. Das ist, und das, also wenn dann, was ich dann ist der Papa gestorben und so weiter. Das sind Dinge, die eigenen Kinder und auch der Umstand, dass du an die Kante des Lebens rückst, das ist du dann der Nächste in der Line. Der hier den Löffel abgibt, im Fluss des Lebens, im Fluss der Generationen, das hat mich dann irgendwann schon zur Erkenntnis geführt, die sich integriert hat, ja, Student bist keiner mehr. Man kann ja immer noch... Seniorenstudent vielleicht, ja. Irgendwann. Ja. Aber schon schön, ja, diese Etappe auch erlebt zu haben. Ja gut. Danke nochmal, echt lässig. Dankeschön. Danke für die Möglichkeit. Alles Gute euch. Ja, echt Wahnsinn. Wählen gehen. Ach, scheiß drauf. So die anderen. Oder? Oder wie, oder was jetzt? Genau. Die oberste Pflicht, finde ich, eines Bürgers, einer Bürgerin, ist, seine Stimme einzubringen. Das ist Demokratie.
eine Freiheit, eine Pflicht mit Blut erkämpft.